Guten Abend, Weißenhorn. Es hat hier auch von mir schon viele Reden gegeben aus dem Zorn heraus. Das wissen wir alle. Und wir wissen auch, dass dieser Zorn angesichts der entsetzlichen Situation, in der sich die Menschen befinden, mehr als berechtigt ist, oder? Ich möchte heute ein paar ruhige Töne anschlagen und lade euch ein, mit mir einfach mal die Situation grundsätzlich zu überdenken. Wir wollen heute eine Brücke schlagen, indem wir nämlich über das Leiden der Menschen nachdenken. Eine Brücke schlagen zum heutigen Tag. Das ist ja Zufall, dass dieser Termin heute auf den Karfreitag fällt. Reden wir zunächst von Mechthild. Mechthild, nicht lange nach ihrem 84. Geburtstag, den sie noch feiern durfte, kam für Mechthild der Corona-Lockdown. Das war für sie das Ende aller sozialen Kontakte. Die Begegnungen, Berührungen mit Menschen waren für Mechthild in all den Jahren im Seniorenheim eine Beglückung gewesen. Umso tiefer ist Mechthild nun in das Loch gefallen, oder sollen wir sagen, hineingestoßen worden. Ihre letzte Lebensphase wird für Mechthild zum Warten auf den Tod. Irgendwann stellt sie mit Erschrecken fest, sie will nicht mehr leben. Sie wünscht sich das Ende. Reden wir von Florian. Florian ist Vater von zwei Kindern, Ehemann einer liebenden Frau. Aus Angst vor Covid-19 ist er zu spät ins Krankenhaus gegangen. Er starb an einem Herzinfarkt. Reden wir von Stefan. Stefan war Geschäftsführer eines Hotels mit 200 Betten. Stefan hat durch die Corona-Maßnahmen seine Arbeit verloren. Einer von wie vielen? Stefan hatte eine Hausfinanzierung laufen. Jetzt kann er die hohe Zins- und Tilgungslast nicht mehr bezahlen. Eine vergleichbare Arbeitsstelle ist für ihn nicht in Sicht. Vom Kunden auf Augenhöhe ist er zum Bittsteller geworden. Er wird sein Haus und Heim verlieren. Reden wir von Melanie. Melanie hat eine Mama. Melanies Mama hatte Krebs. Die Operation von Melanies Mama ist verschoben worden. Melanies Mama ist jetzt weg. Sie lebt nicht mehr. Reden wir von Susi. Und wir haben einen solchen Fall auch hier an diesem Platz von Harald gehört. Susi hatte eine Kneipe. Bis März 2020 wurde dort gern gefeiert. Jetzt ist Susi tot. Sie hat keinen Ausweg mehr gesehen. Susi hatte liebe Menschen um sich herum, die jetzt nichts als Entsetzen im Hals spüren. Reden wir von Sabine. Sabines Vater war hochbetagt, aber rüstig. Dann erlitt er einen häuslichen Unfall, brach sich 5 Rippen. Sabine zögerte, ihren Vater ins Krankenhaus zu bringen, doch wegen der starken Schmerzen gab es keine andere Möglichkeit. Dann durfte Sabine und die Angehörigen ihren Vater nicht mehr besuchen, wegen der Corona-Maßnahmen. Nach knapp 2 Wochen endlich wurde sie eingelassen, ihr Vater liegt im Sterben. Sabine war eingehüllt wie ein Astronaut. Heute zweifelt Sabine, ob ihr Vater sie überhaupt noch erkannt hat. Reden wir von Jonas.
Sein Papa hat seine Arbeitsstelle verloren. Und jetzt, seitdem, schreit er und schlägt er auch den Jonas. Jonas tut das weh am Körper und noch mehr in der Seele. Reden wir von Paul. Paul liegt im Sterben. Das Sterben ist für einen gläubigen Menschen Hinübergang zu Gott. Was gibt es Wichtigeres? Was gibt es Wichtigeres, wenn man stirbt, vorbereitet zu sterben? Wegen der Corona-Maßnahmen musste Paul allein sterben. Das waren jetzt einige von vielen, vielen Beispielen und ich danke, dass ihr mit mir die Stille teilt über diese Situation, dass wir in der Stille jetzt verbunden sind. Wir sollten uns in dieser Situation, in der wir uns befinden, auch Gedanken machen, oder sagen wir, es ist ein Anlass, sich Gedanken zu machen, wer wir Menschen überhaupt sind. Der Mensch, der kann nicht einfach so leben, vor sich hin leben. Er kann nicht so sein wie eine Pflanze, einfach da. Er kann nur bestehen, wie etwas Geistiges besteht als Mensch. Nämlich auf Wert und auf Wesen hin, auf Wahrheit und auf das Gute hin, auf eine rechtliche Ordnung, auf eine geistige Ordnung hin. So leben wir Menschen, auf ein Unbedingtes hin. Letztlich leben wir, ob wir das jetzt so nennen oder nicht, wir leben auf Gott hin. Das ist die menschliche Art. Und wir haben ja folgende Situation, nämlich dass alles, was wir erleben, auf einer Lüge basiert. Das wissen wir. Und wenn wir jetzt uns mal erinnern, da gab es einen Prozess, beruhte auf einer Lüge. Und die Strafe war ganz schmachvoll und schrecklich. Und es war eine elende Gerichtskomödie. Eine elende Komödie, wie wir sie auch erleben. Was fällt euch da ein, wenn ihr mal ein paar tausend Jahre zurückgeht? Richtig, der Prozess gegen Jesus von Nazareth. Auch der war ungerecht, auch der war unverdient. Jesus hat dann, wir wissen, dass er gelebt hat, das weiß man auch aus außerchristlichen Zeugnissen. Es gab weltliche Geschichtsschreiber, die haben also über diesen Jesus auch berichtet. Und Jesus hat ja dann das Kreuz getragen, wie wir wissen, und er hat es getragen und ist dann gefallen. Und das verbindet uns mit ihm. Denn wenn wir Leid, schweres Leid tragen, dann ist es auch manchmal so, dass wir meinen, wir zerbrechen an diesem Leiden. Doch Jesus hat sich wieder aufgerichtet und auch wir, unsere Seele kann sich wieder aufrichten und kann dann die Last wieder neu auf sich nehmen und weitergehen. Es ist so, dass wir, jeder von uns, irgendjemanden kennen, der jetzt schwer zu tragen hat an der Situation. Und ich behaupte, jeder von uns hier kennt mindestens einen Menschen, der von ganz schwerem Leiden im Moment betroffen ist aufgrund der Situation. Und vielleicht können wir ihm auch damit irgendwie helfen, dass wir ihm sagen, lass dein Leiden in irgendeiner Weise mit Gott verbunden werden, so wie Jesus das gemacht hat. Er hat sein Leiden verbunden. Auf diese Weise lässt es sich leichter tragen. Das Samenkorn, wissen wir, musste dann absterben. All unser Leiden und unser Opfer und unser Sterben ist eine himmlische Saat. Wenn wir
mit dem Willen Gottes uns verbinden, dann entsteht daraus Leben und wieder Leben. Und da eine Bemerkung von mir: Natürlich ist das, was wir erleben, nicht der Wille Gottes. Nein, Gott lässt dieses Leiden zu, weil er eben denen, die uns das aufzwängen, auch denen leider die Freiheit der Entscheidung gelassen hat. Das ist das große Problem, dass eben die Freiheit in dieser Welt, die wir von Gott als Geschenk bekommen haben, dass die auch missbraucht werden kann. Und das ist im Moment der Fall. Und heute geht es darum, dass wir erkennen, dass alles Leiden auch eine Quelle von Segen sein kann. Wenn wir das heute einfach mal an diesem besonderen Tag, den wir erleben, in uns aufnehmen, vielleicht können wir das sogar weitergeben, in irgendeiner Form weitergeben. Glaube und Hoffnung und Liebe, das sind drei besondere Kräfte in uns Menschen. Das sind Kräfte, die sozusagen auf die Ewigkeit zielen. Das ist überhaupt, wie mir scheint, ein Maßstab für uns Menschen, nämlich die Kraft der Vergänglichkeit zu widerstehen. Das heißt, die Kraft, das alles, was letztlich zum Tod hinführt, auch auf uns zu nehmen, letztlich Ja zu sagen, auch zum Schmerz. Ich denke, so ein Tag wie heute, der bringt uns das mal vor Augen. Und diese Gedanken, die wir jetzt miteinander teilen, die sind eigentlich auch mehr dazu gedacht, dass wir das in uns nachwirken lassen. Vielleicht hat jeder weitere Gedanken, die ihm dazu kommen. Dass wir einfach mal spüren, bei all dem, was wir an Veränderungspotenzial auch hier auf dem Platz schon ausgetauscht haben, dass wir auch tätig werden, und wir wissen, es ist unsere Verantwortung, tätig zu werden. Und wir gehen auf die Straße und wir erheben unsere Stimme. Aber dass es dann doch Dinge gibt, die wir leider nicht ändern können. Und dass wir eine Art finden, mit diesen Dingen, die wir nicht ändern können, die schmerzvoll sind, umzugehen. Und dass wir vielleicht auch den Menschen, die besonders schwer leiden, dadurch Kraft geben können. Das ist die Idee. Danke für diesen Beifall an der Stelle. Und damit kommen wir auf den Zielgerade. Jeder von uns, der muss sich natürlich fragen, was ist mein Weg in diesem komischen Projekt? Und wenn wir zum Beispiel Polizist wären, dann würden wir schon länger spüren, dass da was nicht stimmt in dem ganzen Staat hier. Irgendwas passt nicht. Und dann würden wir natürlich auch uns fragen, was ist wichtiger, dass ich jeden Befehl gewissenhaft befolge, weil es ein Befehl ist, oder dass ich auf die Stimme meines eigenen Gewissens höre. Das ist auch eine Frage, die sich jeder von uns, wenn er Polizist wäre, stellen würde. Und ich bin sicher, auch viele von den Polizisten stellen sich diese Frage. Ihr merkt, es ist heute ganz anders. Ich möchte das auf eine ganz andere Weise heute mal transportieren. Nicht als Forderung an die Menschen richten, sondern als Frage. Als Frage, die an jeden von uns gerichtet wird. Oder wenn wir Lehrer wären. Wir wären Lehrer, vielleicht haben wir Lehrer unter uns, die auch unter dem Druck stehen, von den Kindern jetzt zu verlangen, die Maske zu tragen, schon so lange. Und dann sehe ich als Lehrer, wie das Kind unter der Maske leidet, das vor mir sitzt. Und dann habe ich doch die Möglichkeit, als Lehrer auch mir die Frage zu stellen, soll ich jetzt meinem Befehl folgen? Und hier ist Maskenpflicht, Maskenpflicht. Oder soll ich auf mein Gewissen hören? Soll ich auf die Stimme hören aus meinem Innern? Auf die göttliche Stimme, die in mir spricht? Oder? Oder ich arbeite im Ordnungsamt.
Und es kommt wieder eine angemeldete Kundgebung. Eine Versammlung wird angemeldet. Und jetzt heißt es, ich muss jetzt den Auflagenbescheid schreiben. Ja, muss ich wirklich alles in den Auflagenbescheid reinschreiben, was die Menschen als Schikane empfinden werden? Muss ich all das tun, was mir hier auferlegt wird von den Politikern, die das von mir verlangen? Oder kann ich auch sagen, ich habe einen Entscheidungsraum, ich habe einen Entscheidungsspielraum und ich nutze den auch zugunsten der Menschen? Oder ich bin Arbeitgeber und ich habe Angestellte. Und da kommt jetzt die Forderung auf mich zu, ich soll jetzt regelmäßige PCR-Tests machen. Muss ich das wirklich umsetzen? Oder aber sage ich, ich habe auch ein Gewissen. Ich kann das den Menschen nicht zumuten, die das nicht wollen. Und deshalb lasse ich es in ihre eigene freie Entscheidung gestellt sein. Das kann ich auch sagen als Arbeitgeber. Und jeder von uns kommt in solche Situationen. Wir wollen dann nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern immer wieder fragen, was ist jetzt meine Aufgabe? Das ist eine außerordentliche Situation, in der ich jetzt stehe, in der wir alle stehen. Was kann ich jetzt in dieser schweren Situation für die Menschen, wie kann ich jetzt etwas wirklich bleibend Gutes schaffen? Denn das ist ja das Aufregende. Alles, was irgendwie schlecht war in meinem Leben, wisst ihr was? Das ist weg. Das wird vergehen. Aber das, was ihr Gutes geschaffen habt, in jedem Moment eures Lebens, das wird in die Ewigkeit hineingerettet. Das bleibt, das schickt ihr voraus in die Ewigkeit. Alle guten Entscheidungen, die ihr trefft, schickt ihr in die Ewigkeit hinaus. Ist das nicht ein aufregender Gedanke? Und deshalb wollen wir abschließen mit einem Zitat von einem schlauen Mann. Manch einer weiß, wo das steht. Ich verrate es jetzt mal nicht. Denn ich bin sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Hohes noch Niedriges, noch irgendein anderes Wesen, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Danke, dass ihr die Gedanken mit mir geteilt habt.